Maar mijn naam is Christian Brassel-Rausch. Actueel zijn ik dan loodburgemeester van Deverding. Het zijn dan nog niet graag een jaar. Ik heb me daar dan van vier een jaar in de trimmen geloosd. Want vier een jaar was ik ersatzchefin. En door vier droen was ik conseiller. En bij het daar gingen als zijn ik loodburgemeester. Hoe moet ik mittlerweile door me daar afgeven? En hoe afgeven door me daar? In de politiek ben ik al heel lang actief. Ik ben de eerste lust die het CD verdient, aanvangs 90 jaren opgesteld. Maar door vier droen was ik 10 jaar in het buitenland. Dat is, als ik mijn parcours erzähl, dan is het niet eenzijdig. Weil ik lang in het buitenland was, zijn er gekomen. Hoe geleerd voor het enseignement, en secundair voor door Spanisch en Frans te gaan. Hoe dat ook gemaakt. Und beim Theater spielen angefangen, wie ich am Lycée war. Wie gesagt, nur der Premiere, wie die viel Zeit leid einfach fort an Deutschland. Sind rumgekommen noch 10 Jahre und ich habe noch nicht manchmal einen Montag geschafft zu Lützburg. Da sind ich für meine erste Rolle schon rumgefragt, für am Theater mitzumachen. Das heißt, sind rumgekommen und ich bin am Anfang weiter beim Theater gefahren, wo ich abgehalten bin. Weil Schulhallen an Theater spielen plus Kanner großziehen, das geht schwierig, denn da geht nicht mehr 24 Stunden. Eine Energie ist auch nicht mehr begrenzt, auch von den Supermamern, Superprofern, Superschauspielern, weil sie, das geht nicht, und du musst nicht schwer wollen. Und der Schwer war dann, du am Anfang aus dem Hobby Theater spielen, einen Beruf zu machen, den ich aber noch sind gut 20 Jahre mache. Ich bin kein Deverdingerin, ich bin ein echtes Mädchen, wie ich immer gesagt habe. Aber auch wie das Leben so spielt, lebt heute mich auf Deverding fest. Das heißt, mein Mann als Stadtdeverdinger, und er wollte nicht einfach, wie das ich ja aber bei ihm wollte, sind ich mal auf Deverding gekommen. Was die Evolution von der Stadt anbelangt, kann ich schon das wiederholen. Manchmal werde ich am Moment auch viel gesucht kriegen, dass die Stadt sich enorm entwickelt hat, sich weiterentwickelt hat. Ich kann mich erinnern, dass Deverding genauso groß war wie Esch. Mir das hat dazu gehört, wie ich hier hinkommen sind, und ich habe keine Schönstadt gefunden. Und wenn ich aber gucke, wo Deverding steht, mit all den Erfahrungen, sowohl auf urbanistischem Plan, auch auf kulturellem Plan, und ich sehe, es bougt, es wuselt, es lebt. Und das merkt ihn, dass die Leute sich dann einfach auch vollspielen. Und das mischt die Stadt aus. Und das ist ein ganz großes Changement par rapport zu den letzten 20 Jahren, soll man so sagen. Je me rappelle encore de l'idée, oui, on va faire quelque chose de créatif. Donc, mais ça date d'il y a des années. On va faire quelque chose, on va donner la possibilité aux créateurs, on va essayer de trouver. Bon, comme j'étais dans le, en tant qu'artiste, entre guillemets, en tant que comédienne, j'ai dit, ah oui, il faut le faire, il faut le faire. Le courage de la ville de Differdange à ce moment-là, d'avoir dit, OK, on le fait, on prend le défi et on le fait. Et qu'est-ce qui est devenu du défi? Le défi est devenu une renommée nationale. Il y a un rassemblement de créateurs, mais de toutes sortes. C'est-à-dire, on produit des vêtements, on produit des films, on produit des sons, on a des salles de répétition. C'est très diversifié, c'est très hétérogène. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu abattre tout ce qui est ici. On aurait pu construire des logements. Mais la ville de Differdange a pris le défi et a dit, on le met au service de la création. On sent que les gens veulent venir pour faire partie de cette communauté. Je crois que un point primordial de ce 15-25 est cette communauté qui se rencontre. Les uns donnent les idées aux autres. C'est une relation réciproque où ils s'enrichissent l'un l'autre. C'est une très belle carte de visite de la ville de Differdange. Cette ville qui était toujours grise, morose, où les gens disaient « oui, mais c'est pas beau », etc. Et donc, Differdange a réussi à se mettre sur les rails vers le futur.